Fußballfreunde, herzlich willkommen zum neuesten Video, zum Trainingsvideo. Heute braucht ihr nicht viel, ihr braucht wieder den motivierten Spieler und ihr braucht zwei Hütchen oder Eimer oder was auch immer im Abstand von ungefähr 7 Metern. So, heute, die heutige Einheit, da machen wir Tricks. Ja? Das heißt Tricks und zwischendurch bolzen wir ein bisschen Kondition. Das heißt, wir haben drei Konditionsübungen mit dabei und drei Trickübungen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten an. Und zwar Sidesteps zwischen den beiden Hütchen. Und zwar eine Minute lang. Und so viele wie möglich. Komm, fängst du mal an. Sidesteps. Genau. Einmal nach links und einmal nach rechts. Und zwar im Tempo, denn ihr wollt ja einen Rekord aufstellen. Und ihr wollt ihn danach auch wieder brechen. Ja? Das heißt, die Mama oder Papa guckt auf die Uhr. Eine Minute lang. Und auf geht's, schneller, 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 auf geht's. Wir wollen ja Kondition bolzen hier. Und ihr müsst die Hütchen auch berühren, auf geht's. Ja. Okay. Okay, und stopp. Alles klar, das war die erste Übung gewesen. Kommen wir zum ersten Trick. Beim ersten Trick versuchen wir, einfach mal den Ball anzuheben. Und zwar, Tom, nimm mal den Ball zwischen die Füße. Wir machen das beide mal mit. Ball zwischen beide Füße. Und dann versuchen wir den einfach mal hochzuheben, und zwar, wenn wir hochspringen, den Ball mit hochzunehmen. Achtung. Ja, das ist schwierig. Achtung. Du jetzt auch mal. Hep. Okay, also der Ball muss mit euren Füßen hochfliegen, okay? Okay. Probier das mal. Nochmal, Tom. Den kleinen Ball nehmen. Und wenn ihr das schafft und richtig gut seid, könnt ihr auch mal versuchen, den Ball mit dem rechten Fuß an eure linke Ferse hier so ein bisschen hochzudrehen. Ja? Und das geht noch besser. Genau. Und dann das linke Bein hochzuziehen und den Ball somit hochzuheben, okay? Also, erster Trick für ein bisschen Ballkontrolle, okay? Zweite Konditionsübung. Wir brauchen wieder unsere beiden Hütchen. Diesmal Sprints. Immer kurz Sprints und am Ende des Sprints das Hütchen berühren. Wieder eine Minute lang Rekord aufstellen und danach immer wieder versuchen zu brechen, okay? Komm, es geht los. Und Zeit läuft. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und so weiter und so fort. Eine Minute lang Rekord brechen, aufstellen und dann versuchen zu brechen. Ziemlich anstrengend, oder Tom? Ja. Okay. Gut, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Die nächste Aufgabe, der nächste Trick ist, einen Gegner auszuspielen mit einer Körpertäuschung, mit einer Finte. Okay? Tom, probier es mal aus. Stell dich mal hier hin. Ich bin der Gegenspieler. Der Tom läuft auf mich zu, täuscht an, dass er rechts vorbeigehen will, geht aber links vorbei an mir. Okay? Nochmal. Genau. Antäuschen. Ich bin der Gegenspieler, ich will den Ball haben. Er täuscht an. Habt ihr gesehen? Geht links, hat da angetäuscht, ist rechts vorbeigegangen. Okay? Das ist die Übung. Das müsst ihr ausprobieren. Noch einmal machen wir es vor. Und den Ball nicht abstauben, sondern das Ganze im Lauf machen. Okay, prima. So kommt nämlich gut am Gegenspieler vorbei. So, dritte und letzte Konditionsübung, und zwar der Hühnergang. Komm, mach mal den Hühnergang bitte vor. Wieder eine Minute, Rekord aufstellen, Rekord brechen. Ihr müsst also runter. Das geht ziemlich in die Beine, das ist ziemlich anstrengend, und da werdet ihr nicht viele Punkte sammeln. Aber probiert es mal eine Minute lang. Sehr schön, also ein Popo richtig runter. Da seht ihr, wie anstrengend es die Hühner immer haben. Eins. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Kannst du noch? Nein. Auf geht's. Kann also sein, dass euer Rekord vielleicht schon bei 2 oder bei 3 liegt. Okay, komm, den zweiten Punkt holst du noch. Sehr schön, 3. Der Hühnergang. Sehr gut, Tom, prima. Auf geht's, komm, kannst du noch. Denn jetzt kommen wir nämlich zur dritten und zur letzten Trickübung. Das ist der Übersteiger. Ich mach's mal ganz kurz vor. Ja, in der Theorie sieht das so aus. Der Ball liegt hier. Ja, ihr geht mit dem einen Fuß, geht er am Ball vorbei, rüber, deswegen der Übersteiger. Und nehmt mit dem anderen Fuß mit. Ja, ich mach's noch mal kurz vor. Ja. Ja. Ich gehe mit dem Ball drüber und gehe mit dem anderen Fuß, nehme ich ihn mit und gehe am Gegenspieler vorbei. Okay? Komm, mach's mal wieder vor. Okay. Mach's noch mal vor. Übersteiger. Okay, um an der anderen Seite vorbeigehen. Also ich mach's noch einmal vor. Ihr lauft an. Ja. Geht mit einem Bein drüber. Der Gegenspieler denkt, ich gehe in die Richtung. Mache ich aber nicht. Ich gehe nämlich in die Richtung weg, gehe am Gegenspieler vorbei und schieße ein Tor. Alles klar? Schwierige Übung.
Aber deswegen üben wir es ja, trainieren wir es, damit, wenn es irgendwann wieder richtig losgeht, wir die Gegner ausspielen können und viele Tore schießen können. Alles klar? Gut gemacht. Bleibt gesund und sportlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.